Erstmals seit 2 Jahren können Kundgebungen zum Tag der Arbeit wieder ohne Corona-Einschränkungen durchgeführt werden. Rund 13.500 Personen nahmen an Maikundgebungen in Basel und Zürich teil. In beiden Städten entstand Sachschaden. Neben der Solidarität mit der Ukraine wurden Forderungen wie die Anhebung von Renten und Löhnen diskutiert. Gemäß Innenministerium erschien am Abend der SP-Bundestagsabgeordnete Alain Berset an der München Buchsee. 1/7 Bildunterschrift: Tausende versammeln sich auf dem Sechseleutenplatz in Zürich. Keystone 2/7 Legende: Der Umzug zum 1. Mai nach Zürich hat begonnen. SRF, Janine Merki 3/7 Titel: Erstmals seit 2 Jahren können Kundgebungen zum Tag der Arbeit ohne Corona-Einschränkungen durchgeführt werden. Keystone 4/7 Beschreibung: Plakate zeigen bezahlte Care-Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen und den Kampf gegen den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine. SRF, Janine Merki 5/7 Beschreibung: Nach Umzug vom Helvetiaplatz in Zürich auf den Sechseleutenplatz, Planung einer Party im Kasernenareal. SRF, Janine Merki 6/7 Bildunterschrift: Zürichs Motto lautet: Patents kill, life not profit. SRF, Janine Merki 7/7 Legende: Der Zürcher Mai-Umzug zieht auch viele Mütter mit Kindern an. SRF, Jenny Melki: Bundesweit sind rund 50 Kundgebungen geplant. Der größte Umzug fand in Zürich statt. Mehr als 12.000 Menschen marschierten nach Angaben der Organisatoren im Rahmen der genehmigten Kundgebung durch die Innenstadt. Verschiedene Gruppierungen haben unter anderem Gleichberechtigung, gute Arbeitsbedingungen in der Pflege oder Weltfriede gefordert. Eine Kindergruppe mit roten Luftballons warb für Brot und Frieden statt Elend und Krieg. 1:49 Das Video vom Umzug zum Zürcher Tag der Arbeit stammt aus einem Nachrichtenclip vom 1. Mai 2022. Spiel: Laufzeit 1:49. Maskierte Linke zündeten Rauchbomben und Feuerwerkskörper. Nach Angaben der Stadtpolizei entstand entlang der Umzugsritte Sachschaden durch Farbangriffe und Sprühnebel. Einige Demonstranten warfen Wasserballons auf Einsatzkräfte. Bildunterschrift: Maskierte Männer besprühten die Außenwände und Fenster der Basler UBS-Filiale. Schlüsselstein: Auch in Basel kam es zu Sachschäden. Bei Demonstrationen in Basel wichen antikapitalistische Gruppen und mehrere kleinere Gruppen vom Hauptmarsch zu ihrer eigenen letzten Party in Seodor ab, die laut Staatspolizei Basel-Stadt nicht genehmigt war.